jetzt machen wir eine zweite Präsentation und es ist eher über die Geschichte dahinter, wie bin ich zu der Idee gekommen und auch welche Probleme stecken dahinter, so eine Webseite zu betreiben. Also ganz kurz zusammengefasst, was ist Scalemates? Scalemates ist eine Modellbau-Suchmaschine, ist auch Facebook für Modellbauer, es gibt auch einen ganz großen Eventkalender und man kann halt seine eigene Kollektion von Modellen verwalten auf Scalemates. Jetzt, wie bin ich zu dieser Idee gekommen? Ich hatte mal einen Traum und ich wollte wirklich eine ganz große Datenbank haben mit alle Kids in die Datenbank sowie alle Zure-Styler. Das war meine Idee. Das wäre super. Die Idee ist für alle Modellbauer, ob Schiffe, Flugzeuge, egal, alle Modellbauer, auch benutzt von allen Modellbauern. Und mein Traum war auch, meinen heutigen Job aufzugeben, aber das braucht noch eine Weile. die Datenbank wollte für jeder Kit, die es gibt, wollte ich die Basisinfos, die Boxarts, Release-Datum, von welcher Firma und so weiter, aber auch dazu ganz einfach alle Links zu allen gebauten Modellen. Dann, wenn es Reviews im Netz gibt, weil es gibt für Modellbauer schon sehr viel im Netz zu finden, alle Links ganz einfach zu all den Reviews für einen bestimmten Kit. Und dann auch ganz nützlich die Modellbauhistorie von jedem Kit. Also, das war die Idee. Wie kommt man da dran? Ich habe schon zwei Seiten. Einerseits scalerotors.com, wo ich eigentlich eine gleichartige Idee hatte, aber das sind natürlich nur Hubschrauber. Und dann ist halt, ja, das war nicht die gute Idee. Die andere Seite, die ich habe, ist Modellversion. Da natürlich hat man Sprachproblem, ist nur Deutsch. Ich wollte halt eine internationale Seite haben. Und wenn man so eine Seite wie Scalemates machen will, darf man keine Konkurrenz sein zu den bestehenden Seiten. Natürlich, wenn ich diese Funktion auf Modellversion hinzugefügt hätte, hätten andere Leute nicht mehr weitergeholfen, weil die eigentlich schon eher für andere Webseiten arbeiten. Und ja, not scalable, wir haben nur 30 Autoren bei Modellversion. Wir brauchen eigentlich wirklich die Masse. Also, wie sind wir gestartet? Als erstes brauche ich eine Suchmaschine. Ein bestimmter Kit, alle gebauten Modelle. Das selber manuell eintragen geht nicht. Also wollte ich eine Suchmaschine bauen. Wenn das nicht klappen würde, dann wäre das Projekt eigentlich schon gescheitert. Als zweites die Kit-Datenbank erstellen. Wie macht man das? Einmal, wie ganz schnell alle Daten reinbringen und wie die Daten aktuell behalten, weil jeden Tag, jede Woche kommen neue Kits raus, Detailsets etc. How to get data in? Das war, dachte ich, einfacher als erwartet. Ich hatte gedacht, oh, ich schreibe eine E-Mail an Revell oder an Metallery und die geben mir eine Produktliste mit Nummern, Boxarts. Vergiss es. Die haben das nicht. Und nichts. Also wirklich fast alle Firmen haben das nicht. Anderes Problem ist, wie die Daten up to date zu behalten. Wenn du jede Firma fragst, oh, kannst du die, wenn du es neu, ein neues Produkt gibt, die Daten reinbringen, die haben da keine Zeit für. Also ich wollte wirklich, dass es bei der Modellbau-Community all die Daten reinstellen könnten. Natürlich, wie kann man die Community dazu treiben, dass die das machen? Dafür muss die Seite natürlich auch nützlich sein. Die Idee war da, natürlich Name, Kit Search, Find a Kit, Kit Database, Scale Book von Facebook, Scale Friends und nach viel Diskutieren, auch mit meiner Freundin, ist es dann letztendlich Scalemates geworden. Die Idee, inzwischen 2 Jahre her, eigentlich heute exakt 2 Jahre her, ist die Seite live gegangen. Wir haben schon, ja. Es funktioniert. Und dass die Modellbauer es auch benutzen, sehen wir einfach nur auf bei Basis vom letzten Jahr sind wir 200-300% gestiegen und die Tendenz ist immer noch steigend. Und wieso ist es? Weil es halt so ein einfacher Tool ist für alle Modellbauer. Bis wir da sind, wo wir waren, hatten wir natürlich ein paar Probleme. Und da möchte ich jetzt ein bisschen drüber sprechen.
Für die Modellbausuchmaschine brauchen wir natürlich Titel vom Artikel, Maßstab, Firmennamen und Autor sowie Boxart. Das Problem ist, das ist nicht so einfach. Manche schreiben im Titel Revell Tornado 1:32, andere schreiben 1:32 Revell Tornado, manche schreiben mit Panavia, ohne Panavia, manche schreiben einfach mein Diorama, mein letztes Modell, wie kann man die Daten automatisch rausholen. Auch für Autos war da, es gibt Mustang 1967, 1967 Mustang, 67er, also tausende verschiedene Schreibweisen. Das war das erste Problem. Einfach nur als Beispiel, wie viele verschiedene Schreibweisen gibt es für die Messerschmitt BF 109? Idee? Michael? Hunderte? Jemand mehr, weniger? Ja, einfach mal, um das Problem zu zeigen. Es gibt ja Messerschmitt BF 109, BF mit Strich, ohne Strich, ME. Dann gibt es nochmal, wenn man nochmal die G6-Version mit, wirklich dran, mit so einem so ein Zeichen. Einfach auf mal auf ScaleMates, es gibt mehr als 1000 Messerschmitts in unserer Datenbank von verschiedenen, 100 verschiedenen Seiten, gibt es 800 verschiedene Schreibweisen. 800. Also auf ScaleMates werden die alle uniformisiert, aber das war natürlich ein großes Problem bei der automatischen Editierung. Als nächstes war es, ich möchte ein kleines Thumbnail haben in die Suchresultate. Ganz einfach. Das erste Bild, das ich finde, ist das Bild. Das kann ein Logo sein. Das kann eine Flagge sein von Deutsch, Spanisch, Italienisch. Das kann ein Banner sein. Das kann, manche Leute starten mit einem Boxartbild anstatt ein richtiges Bild. Und ich wollte halt schönes Bild. Also, das war auch ein großes Problem, haben wir gut gelöst. Dann die tausende Artikel brauchen eine bestimmte Kategorisierung. Es gibt viele verschiedene Seiten, wo ein Mix zu sehen ist. Erstmal, Jets, Props, manche sagen Flugzeuge Militär, manche sagen Flugzeuge Zivil. Und dann nochmal, wenn es zu viele Flugzeuge modern gibt, wenn es zu viele Jets gibt, dann nochmal unterteilen. Das Problem ist, wenn ich für mich modern ist, ab 1980. Für Michael modern ist, ab 1946. Also jeder Modellbauer hat auch andere Ideen, was modern ist. In 20 Jahren ist modern dann immer noch modern. Also die modernen Kategorie wird immer größer, größer, größer. Auf ScaleMates haben wir Military oder Zivil. Ist ein Hui. Geht das in die Kategorie Zivil oder in die Kategorie Military? Das ist ganz, ganz schwierig, aber auf ScaleMates haben wir da ein gutes System für gefunden, das eigentlich zulässt zu sagen, hey, gib mir alle Hubschrauber, die zivil sind und ab 1969. Man kann wirklich Daten eingeben. Und dann wird man automatisch für sich selber, was modern oder nicht modern ist. Community-driven, das all die Daten programmieren, alles reinbringen, gut, aber wie kriegt man die Community dazu, um Sachen reinzustellen? Wenn ein Produkt nicht drinsteht, wieso würde jemand das Produkt reinstellen? Wenn ein Boxart nicht drin ist, wieso stellt er es selber? Und dann kam eigentlich neben die Datenbank die zweite Gruppe, ist halt die Funktion. Ich habe gedacht, wenn ich schon eine Datenbank habe, muss der Modellbauer das nutzen wollen. Wenn ich einfach sagen kann, ich möchte den Bausatz haben, ich habe den Bausatz. Wenn man sein eigener Stash anschauen kann und da fehlen Boxarts, habe ich gedacht, wenn Boxarts fehlen, dann machen Leute vielleicht Boxarts hinzufügen, weil die ihren eigenen Stash haben wollen. Wenn die 200 Bausätze haben und die finden 190 Stück auf ScaleMates, dann fügen die anderen Themen vielleicht auch hinzu. Und das mit einer großen Gruppe von 8000 Leuten sorgt dafür, dass die Datenbank jeden Tag größer und größer wird. Und wenn heute jemand dazukommt, es gibt Leute, die wirklich ihren ganzen Stash reinstellen können, ohne selber was zu machen. Im Moment haben wir schon mehr als 800 verschiedene Leute, die Sachen reinstellen. Es gibt Leute, die ein Teil korrigieren, ein Boxart updaten. Es gibt auch die Super Greeks, es gibt Bernd Heller, der läuft hier auch rum. Der hat schon mehr als 40.000 Änderungen. Ja, mehr als 40.000 Änderungen gemacht in der Datenbank. Also alles zusammen läuft wirklich gut. Einfach nochmal zu zeigen, wir haben schon
letzten Monat 32.000 Änderungen in der Datenbank. Wie einfach das ist? Ja, wenn man auf Scalemates angemeldet ist, hat man den Contributor Area und jeder darf Produkte oder wenn Firmen nicht da sind, selber reinstellen. Das kommt natürlich, hier zum Beispiel, wenn ich ein Tornado eingebe, gebe Rebell eine Nummer, ganz einfach speichern und das System sorgt automatisch, dass es gefunden wird. Hier zum Beispiel, um die Timelines zu verlinken, ich habe einen neuen Bausatz reingestellt. Wenn dieser Bausatz ein Keybox ist, klicke ich einfach auf den Link und das sorgt dafür, dass diese Timelines automatisch schön gut aussehen. Also man braucht keine IT-Kenntnisse, um mitzumachen. Das Problem mit Community-Data, wir haben das Problem jeden Tag, ist, du kannst noch so viele schreiben, Maßstab, bitte bei uns schreiben mit 1 Doppelpunkt. Es gibt immer noch Leute, die schreiben es mit Slash. Manche schreiben einfach 72, die Amerikaner schreiben ND dahinter, also tausende verschiedene Schreibweisen. Also jeden Tag wird automatisch ganz super viel korrigiert, hinzugefügt und dann noch automatisch geändert. Auch wichtig, und da, ja. Um das Problem zu lösen, hatte ich die Option zu sagen, okay, bei jeder Änderung muss durch jemand überprüft werden, jede Änderung wird 1000 Checks, oh, dieses Feld ist obligatorisch. Aber das Problem ist, dann macht niemand was. Also wir sind für eher open gegangen. Man kann die Sachen reinstellen, auch wenn es schlecht ist. Manche Sachen werden automatisch korrigiert und neue Nutzer, Änderungen von neuen Nutzer kommen in Special Newsfeeds, wo ich dann sehen kann, was neu ist, kann ich eventuell korrigieren, Andeuten geben, sobald ein User trusted ist. Dann promote ich den und dann wird das eigentlich automatisch, dann schaue ich nicht automatisch nach, was er macht. Weil sonst, ja, wenn Bernd Heller 1000 Updates am Tag macht, ich mache einfach Build Approve und ich schaue nicht, gar nicht mal nach, was er gemacht hat. Das geht auch nicht. Wir haben auch Sachen, zum Beispiel SDKFZ mit Punkten, ohne Punkt, groß geschrieben, klein geschrieben. Also allein von das gibt es auch schon wieder Panzerkampfwagen, genau dasselbe. Da haben wir einfach, habe ich Build-Update-Features, die laufen jede Stunde und egal, was jemand reinstellt, wird automatisch korrigiert. Das sorgt dafür, wenn man 700 Panzerkampfwagen 4 untereinander hat, dass da immer schön Ausführung A, dann Ausführung B, dann Ausführung C und so weiter immer gleich geschrieben. Aber das braucht man, weil wenn man das nicht hat, dann wird es wirklich ein großer Trümmerhaufen. Das von der Zeit her. Ja. Das war ein bisschen die Geschichte. Ich weiß nicht, also ich habe noch ein paar Fun Facts. Also wir haben inzwischen auch statistisch gesehen, wir haben mehr als 50.000 gebaute Modelle in die Datenbank, mehr als 80.000 Bits. Die sind alle schön kategorisiert. Und wir haben inzwischen schon eine gute Masse. Hier sieht man die produzierten Bits von Rebell, Heller, Italeri, 1105 mal Messerschmitt 109. Also wenn jemand sagt, schon wieder eine Messerschmitt 109, ist es eigentlich korrekt. Wie bitte? Der Grund, warum jeder Händler oder jeder Hersteller eine Messerschmitt haben muss, weil es eine Cash-Cow ist. Ja, das ist jetzt bei Hersteller. Und wir sehen auch, manche sagen, oh Tim, Scalemates ist flugzeuglästig. Ich sage immer, nee. Die Modellbauer im Allgemeinen sind flugzeuglässig. Wir haben mehr als 100 Webseiten, Clubs, alle verschiedene Seiten. Und nach einer Weile sieht man, dass halt mehr Flugzeuge gebaut werden als Schiffe. Build Models sieht man auch. 1109 Messerschmitt. Das ist die Idee, wieso es so viele Messerschmitt 190. Und man sieht eigentlich auch, wenn man die vergleicht, dass das eigentlich auch relativ gut zusammenpasst. Natürlich, umso mehr Leute Modelle bauen, umso mehr Detailsets und so weiter und so weiter. Andere Statistiken ist, unsere Datenbank hat alle Produkte von 1950 bis heute. Also nicht alle stehen drin, aber nach einer Weile, also wir sind fast da. Inzwischen, Revell hat schon mehr als 4000 Modelle rausgebracht, mit Reboxings, was weiß ich. Hasegawa Airfix, das ist die Doc 10. Wenn man dann den Zubehörsatz anschaut, ist
Edwards mit fast 6000 Artikeln wirklich an Platz 1. Und das sind nur die Zugesteilungen, da werden nicht die, ja, die kompletten Bausätze mit eingestellt. Berlin ganz groß, 10K, Pavla Heuler, das ist. Studio 27 ist ja Autozubehör. Ja, also für die Automodellbauer ist das ja das Nec Plus Ultra für, ja, wenn die das mit Weihnachten bekommen, dann sind die alle zufrieden. Ja. Most productive monitors on the web? Ja, natürlich, meine Seite findet auf all diesen Webseiten, findet er die verschiedenen Modellbauer. Und da sieht man, Guy Goldstein ist Freund von mir, der hat schon 310 Modelle fertig gebaut. Bernhard Schrock, 156, also so geht's weiter. Largest Online Magazines, auch interessant. Jeder Modellbauer kann sagen, okay, das ist mein Favorite Magazine. Und anhalt dieser, Aircraft Resource Center ganz oben, Modellversium an zweiter Stelle, aber ja, weil, wahrscheinlich sollte das ein bisschen niedriger sein, weil ich nicht mal Werbung gemacht habe auf Modellversium für Scalemates, was dafür sorgt, dass diese Nummer etwas höher ist als, ich denke, in der Realität. Most popular magazines, vergesst diesen Slide bitte. Ja, most popular paint ranges. Alle Farben kann man auch in seinem Profil angeben, welche man gerne hat oder nicht. Und da sieht man ja ganz oben Familia, Revell Color, auch relativ viel natürlich, Revell Color, Aqua Color. Eigentlich sollte man die ein bisschen, kann man die zusammenzählen. Und dann kommen die eigentlich auch relativ hoch, aber Familia ganz deutlich oben. So haben wir noch weitere Sachen, zum Beispiel, ich weiß natürlich, weil jeder sagen kann, Add to Stash, Add to Stash, Add to Stash. Es gibt jemanden aus Australien, der hat schon mehr als 3000 Bausätze in sein Stash eingegeben. 3000 Stück. Und er hat jetzt noch nicht alle drinstehen. Aber ja, es gibt auch Leute, die weil die alle Sachen auf Scalemates eingegeben haben, dass die gesagt haben, oh, kannst du das nicht... nicht publik machen, weil wenn meine Frau das sieht, dann habe ich ein Problem. Also das gibt es jetzt auch, die Möglichkeit, dass man bei Scalemates Member sein muss, bevor man seinen Stash sehen kann. Es gibt noch auf Scalemates Cool Facts Page, wo allerhand dieser Statistiken, die eigentlich nicht wirklich Statistiken sind, aber ja, mal gut, um zu wissen. Das war mein letztes Slide. Wenn es noch Fragen gibt oder über Scalemates, dann beantworte ich es gerne. Super, Tim. Was hast du sonst noch für Hobbys? Das einzige Problem mit Scalemates ist, ja, dass mein Modellbau-Hobby etwas drunter leidet. Vor allem für die Freundin, ob ich jetzt Modellbau mache oder Scalemates mache, das ist eine Gruppe Modellbau. Und ich kann nicht sagen, ich habe zwei Hobbys, ich habe nur, ja, für sie hatte ich nur eins. von Zeit her, ja, die letzten zwei Jahre wirklich fast täglich dran programmiert, neue Features, weil das ist das Schöne daran, denke ich. Die Contributor, die ändern, die haben auch Ideen, die geben die Ideen und dann versuchen die das natürlich so schnell wie möglich reinzustellen. Noch weitere Fragen? Von der Welt? Okay, dann bedanke ich mich und ja. Wie steigt das mit dem Contributor Anteil? Die Frage ist, wenn man auf Scalemates Contributor ist, manche haben verschiedene Sterne neben ihrem Namen. Sobald man eine Änderung macht, kriegt man eigentlich schon einen Stern. Das ist das Erste. Dann ist man Contributor. Die Anzahl ist eher an die Qualität, wenn man den nächsten Stern bekommt. Manche Leute gebe ich schon den zweiten Stern nach 5 Artikeln. Wenn die 5 neue Artikel reinstellen, die Boxart sind super, ich muss gar nichts ändern. Die haben also die Kategorisierung, und das ist das Schwierigste, wenn die Kategorisierung kapieren, dann nach 5 Artikeln kann es sein, dass ich eigentlich schon der nächste, zum nächsten Schritt gehe. Das bedeutet eigentlich nur, wenn ich 12 approve, dass das automatisch approved wird. Das ist das Einzige, was das hat. Als nächstes, der nächste Schritt bedeutet eigentlich,
da muss man eigentlich schon relativ viel gemacht haben und wirklich mitdenken können. Weil wenn man das macht, kriegt man auch extra Möglichkeiten, halt um Berichte zu löschen oder um Berichte zusammen, also wenn doppelte Berichte, um die halt, weil das ist das größte Problem, doppelte Einträge in die Datenbank, um die halt zu mergen. Aber weil das gefährliche Funktionen sind, muss ich da wirklich 100% sicher sein, dass das spannend ist. Also normalerweise bis Stern 2 sollte man relativ schnell kommen. Ab da ist es, ja, wird's schwierig. Aber in meinen Augen, ob du jetzt 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne hast, ist eigentlich egal. Ist eigentlich egal. Jo. 3 Sterne macht mir Arbeit. 3 Sterne macht mir Arbeit, ja, genau. Ja, wenn du mehr Sterne hast, wenn du dann auf der Contributor-Area kommst, dann kriegst du auch mehrere, manche Sachen bin ich fast sicher, dass die falsch sind, aber ich kann die nicht automatisch korrigieren. Also wenn ich so Unstimmigkeiten finde und du bist Top-Contributor, siehst du, ey, folgender Bausatz, da stimmt was nicht in der Timeline, weil du in 87 ein neuer Tool hast und du sagst, der basiert auf ein alter Kit. Ein neuer Tool kann nicht basiert sein auf ein alter Kit. Aber ich weiß halt nicht, ob die Daten falsch sind oder der Link falsch gelegt ist. Dann zeige ich, hey, hier ist was falsch, potenziell, bitte korrigiere es. Und je nachdem, ob du dich auskennst oder nicht, lässt du es einfach liegen oder kannst du es ändern. Aber ja, das ist. Und auf der Contributor-Seite, hast du ja auch manchmal, wenn man Russisch voll sieht, man ja auch ein paar Sachen, die wohl noch nicht genau machen. Entweder ist ja. Genau, ja. Also, ja. Aber es gibt so mehr, also es gibt Checks, die von 100%ig automatisch stehen, zum Beispiel Maßstab wird 100%ig automatisch korrigiert, aber ja, Thumbnails oder Verlinkungen auf der Timeline kann nicht automatisch korrigiert werden, aber ich detektiere das und dann zeige ich das an den Contributor. Okay, super. Dankeschön.